Hey und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play die Sims 4 an die Uni mit unserer bösen Violet. Ja, letztes Mal hier eine krasse Party. Wir hatten eine Spottparty gemacht, die war richtig fies. Die hat den Hummer verprügelt mit den Vampirkräften und heute geht's noch krasser weiter, sage ich euch. Ja, den Geheimbund haben wir leider verpasst, das Treffen. Ja, den Zauberorden, da sind wir ja davor Mitglied geworden. Es steht nämlich noch was an und danke für eure Kommentare. Ich mache gleich mal Pause. Denn die Charakterwerte, die hat sie nicht bekommen, diese Merkmale aus Eltern und Freunden, weil ich die ja in der ersten Folge, dass wir also die als Studentin einschreiben haben lassen und umgestylt haben, habe ich einfach das Alter erhöht auf im Ersteller ein Sim auf junge Erwachsene und da haben wir, hat es dann nicht gezählt, ne, mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen, die man bekommt und ihr habt rausgesucht, vielen lieben Dank dafür, welche Merkmale sie bekommen hätte, wäre sie normal gealtert und deswegen cheaten wir uns jetzt diese Merkmale. Ich gebe hier erstmal Testing Cheats True ein und ja, große Verblüffung hat geherrscht, aber sie hat gute Manieren gehabt, ja, das geben wir ihr das Merkmal, das hat sie, das ist ein positives Merkmal und sie hat 3 negative Merkmale. Einmal hier unverantwortlich. Ja, unverantwortlich. Unverantwortliche Sims fühlen sich bei der Arbeit unwohl, ignorieren Rechnungen und faulenzen gerne. Bei der Arbeit sehen sie sich häufig mit neuen Situationen konfrontiert. Ja, dann haben wir noch ein weiteres negatives Merkmal. Und zwar ist das hier streitlustig. Ja, wegen negativer Konfliktlösung. Streitlustige Sims beginnen Gespräche mit Sims, die sie nicht mögen. Nicht immer auf die freundlichste Art. Entschuldigungen stoßen häufiger auf taube Ohren. Und sie sind meistens sehr rechthaberisch. Uiuiui, das wird immer schlimmer mit ihr. Dann haben wir noch ein weiteres. Und zwar Empathie war das hier und sie ist jetzt hier unsensibel wegen negativer Empathie. Ja, unsensible Sims können die negativen Emotionen anderer Sims in Frage stellen. Zudem können sie andere Sims provozieren. Der Versuch, mit schlecht gelaunten Sims zu sprechen, schlägt bei ihnen eher fehl. Belohnungsmerkmal. Ja, auch hier wieder unser extrem negativer Sim. Ich finde es auch sehr toll, dass das gut ankommt, wie ich das hier so spiele, dass wir auch mal was ganz anderes ausprobieren. Wie gesagt, wenn die hier so einen grauenhaften Ruf hat, negative Merkmale, Persönlichkeitsmerkmale, böse, kleptomanisch und so weiter, natürlich für das Gaunereistudium, aber es ist ein total schönes Gameplay, auch wo läuft denn immer noch Musik, dass man mal anders spielt, das heißt, dass wir mal wirklich die Interaktion, die sich dann auch ermöglichen, wenn die negativ ist, mit anderen Sims, wie sich das dann hier auswirkt auf das Gameplay, jetzt kann man die wegen Unwohlsein hier verhöhnen, das machen wir direkt mal, ja, das machen wir direkt mal. Hahaha, ich bin die böseste Sim-Lady auf der ganzen Welt, sagst du ja, ne? Haha, ich find's lustig, dass du dich ärgerst. Boah, das ist schon fies, ne? Ich muss mich selber so ein bisschen zusammenreißen, weil ich bin da eigentlich gar nicht so der Typ dafür, da irgendwie andere so. Ja. Die findest du ja ganz lustig. Nee, findest du nicht. Oh nein, du Arme. Mann, es tut mir leid. Sandy Rot hier. Was ist denn da schon wieder los? Notfallreparaturservice engagieren. Mach das mal. Ey, zieh mal aus hier, ja? Wir haben Sambisi. Wir gucken heute auf jeden Fall. Oh, du hast auch noch hier Bedürfnisse. Die sind auch noch im roten Bereich. Dann würde ich sagen, komm. Dann. Das ist. Die ist hier Foxbury oder was hier? Was macht denn die da? Überlegenheit der Uni verhöhen. Wir machen das jetzt mal. Vampir, Plasma trinken, zu ausgiebigen Trank nötigen. Und dann. Oh, die putzt schon von selber, sonst hätte ich die jetzt hier... Oh, provozieren. Danke, dass du das Angebot hier... Ja, die kommen sogar nachts. Dann tun wir die jetzt hier nochmal hier befehligen. Dann hat man hier echt neue... Für Freundschaft bestechen, das ist schon krass auch, ne? Das ist wegen dem negativen Ruf. Also wir haben wirklich hier alles Mögliche schon gemacht. Was gibt es denn noch, was so negativ ist? Befehlen zu putzen. Als Vampir-Girl hat sie noch mehr... Ja, jetzt wird hier erstmal getrunken hier. Mmh, yummy, yummy, yummy. Sehr gut. Die machen hier echt ein gutes Geschäft hier mit unseren. Ne? Ja, schraub mal ein bisschen rum an den Armaturen, dann wird schon wieder zugehen hier das Wasser. So. Ja, lass dir schmecken, Violet. Ja. Ihr habt auch abgestimmt, die darf nicht die Plasmafrüchte essen. Sie muss andere Sims trinken. Ja. Und, ja, so sieht das aus. Jonas, wie sieht's bei dir aus? Du bist müde. Du hast hier noch ein bisschen Luft jetzt auch. Unser 1+ Notendurchschnittstypi hier durch die Tür sogar kannst du das hier. Wow.
Befehlen zu putzen. Yeah, ich bin hier, du bist die Herrin hier, ne? Du musst ja auch noch Hausaufgaben machen, gerade erst begonnen. Wir lassen dich mal schlafen, du musst ja schlafen, unsere Violet nicht. Du darfst deine Präsentation mal noch weitermachen, come on. Come on hier, dann machen wir das. Jetzt guck, Maggie hier, oh, mein Bett ist weg, toll, Violet hat sich das Bett gekrallt hier. Was haben wir denn? Wir machen mal Überarbeiten und Glieder, nachdem wir uns letztes Mal Feedback geholt haben. Schwächen ausnutzen ist der Kurs, alles gut, alles gut. Unser Bett noch hier, oder? Ja, Violet Goldley. Sehr schön. Sehr gut, sehr schön. Ja, ja. Also gut, dann machen wir das auch mal. Hausaufgaben, Präsentation, die machen wir auf jeden Fall nochmal gut. Und dann kannst du hier mal weitermachen bei 3 Tagen um 8 Uhr. Dann machen wir als nächstes kleinere Streiche und Vergehen. Das gehen wir mal an. Jetzt haben wir sogar 2 Uni-Hausaufgaben. Kleinere Streiche und Vergehen, da machen wir doch. Hey, das ist dein Opfer-Sim hier. Mit dem geht noch was, oder? Auch schon alles negativ hier, ne? Du findest nie einen Typ, so sag ich dir. Eieiei. Und die Feen sind schon wieder hier unterwegs. Muss man denen wieder hier irgendwie was spenden? Oder wie ist das denn eigentlich mit dem Geheimbund, dem Zauberorden? Einen Kristall darbringen und Essen darbringen. Ich glaube, das müssen wir echt so machen. Die Abschlusspräsentation von Violet sieht hervorragend aus. Ja, Gaunerei, das kann sie hier. Aber das sieht echt hervorragend aus. Sieht da wirklich hervorragend aus hier. Aber auch Schurkerei hier. Manometer, sogar mit Herzilein hier. Das ist ja schon fast wieder hier kritisch. So, was machst du? Lernen? Oh, Rumba. Hier, Rumba gibt es wieder zum Frühstück bei uns. Nee, was ist das hier? Monte Cristo Sandwich, hergestellt von Hannah Klee. Was sind die schon wieder? Was hast denn du eigentlich für ein Outfit an? Zieh mal dein tolles Uni-Outfit an. Wir haben so ein schönes Uni-Outfit, wie ich finde. Ich finde das richtig toll. Hm? Ja. Musst du mit mir am Tisch sitzen, du Arme, ne? Immer diese Vampir-Mitbewohner. Man kann die sicher nicht raussuchen, ja? Nee, nee. Ist deine Pasta. Boah, die muss hier schlafen. Ach, Leute, ernsthaft mal. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt wirklich so Baby.EnableFreeBuild. Heute ist Cheat-Tag. Ich entferne diese Stereoanlagen. Mich nervt das. Ich weiß, jemand hat auch schon geschrieben, da gibt es einen Mod anscheinend, dass man hier die Musik nicht hört. Hat einerseits natürlich rechtliche Probleme auch, weil da echte Lieder drin sind. Und dann natürlich auch, weil es mich halt nervt irgendwie, weil ich selber Musik unterlege. Während ich spiele und euch das zeige. Aber die ist immer noch benommen. Die Monika hier, ne? Aber deine Hausaufgaben checkst du, oder? Das schmeckt voll ekelhaft hier. Alles Minus, weil sie wieder zischt hier, ne? Die hassen dich alle bald hier. Das geht noch mehr ab, sage ich dir, Violet. Das wird nochmal richtig heftig. Was müssen wir denn da machen? Forschen und debattieren müssen wir lernen. Boah, wir hätten das Klo wieder so verschissen. Ei, was machst du denn da auf dem Klo? Mit dem Tablet rumspielen oder was? Man sieht es gar nicht so genau, wo du jetzt genau da rumspielst. Aber ich nehme an, das ist das Tablet. Man sieht, ja, das ist das Tablet. Also gut, er spielt mit dem Tablet rum. Alles gut. So, ausgezeichnet. Na, also denn, dann können wir jetzt eigentlich die Präsentation halten auch schon, oder? Halten von 8 bis 16:30 Uhr. Wo ist denn Jonas? Schon wach? Bist du schon wach? Guten Morgen. Du musst ja auch noch an der Gastvorlesung teilnehmen. Wir kommen ja nicht voran, Mr. Akademiker. Wann ist denn die wieder? 17 bis 19 Uhr. Ich brauche echt so einen Wecker irgendwie. Man guckt irgendwie nicht auf die Uhr die ganze Zeit, ne? Also gut, dann musst du, was musst du? Geheimnisse der Körpersprache machen wir als erstes. Das ist deine nächste Vorlesung. Do it. Das lernen wir. Sehr schön. Ah, da hast du die Fotos ja auch. Na, die können wir auch mal vielleicht ein bisschen noch hier aufhängen. Ich finde das so toll. Wo haben wir denn noch so eine kahle Wand? Bei Daniel im Wohnheim gibt es keine kahle Wand. Was ist mit dem Schrank passiert? Was hat, wann hüpft der da durch? Das ist aber auch neu. Hallo? Mann. Wir können das jetzt mal machen, dass wir die vielleicht mal, da vielleicht auch aufstellen oder so. Das ist immer ganz schön. Immer hier ein bisschen Platz. Oh, das ist voll verwackelt, du. Dann packen wir das wieder ein am besten. Ja, genau. Und dann stellen wir da vielleicht nochmal so eine Medizin hin. Da haben wir genug. So, machen wir da noch einen Rahmen. Foto drehen. Porträt. Nee, das ist ja dann falsch rum. Landschaft.
Rahmen hinzufügen. Wir machen das mal helles Holz, oder? Ja, so ein schöner helles Holz. Bisschen kontrastreich hier. Sehr gut. Unser Brightchester. Ja, das ist eigentlich auch voll blöd, das Foto. Das ist besser. Das sieht man den Drachen auch noch. Packen wir das wieder ein. Dann kommt das rein. Das ziehen wir da rüber. Falls jemand Medizin braucht, haben wir da eine rumstehen. Hoffentlich glaubt es niemand. Gut. Lernst jetzt auch in deinem Brightchester-Look. Du musst aber mal ein bisschen Sport machen hier, ja? Du bist schon wieder so faul hier. Wir müssen mit dir auch noch bei den Pfiffikussen, da haben wir doch auch einen Bonus bekommen. Das müssen wir mal gucken. Organisation verlassen. 2 Tage, 13 Stunden, 6 Stunden. Spieltagparty. Bring die Foxbury Lobsters mit wilden Fassständen, Saftpong und krassen Beats zum Schlottern. Ja, da können wir mal gucken, ob wir da teilnehmen. Ah, ist das schön ruhig ohne die Musik, ne, Violet, oder? Und du kannst jetzt mal auch nochmal gucken, was musst du denn noch machen? Hätte ich das gewusst hier. Hausaufgaben, Schwächen ausnutzen. Machen wir die als nächstes. Nee. Doch, die ist als nächstes. Die Kurse könnten wenigstens nach Zeit, welcher ist als nächstes, welcher Kurs, ne? Also, Schwächen ausnutzen. Da lernen wir auch nochmal dafür. Mach das mal. Schwächen ausnutzen. So. Was machst du jetzt mit ihr? Zu einem ausgiebigen Trank nötigen. Schon wieder. Du hast doch hier erst. Du bist aber echt böse, du. Das machst du jetzt nicht, aber du lernst jetzt hier. Der Arme, ne? Oh, hoffentlich beißt du mich nicht mehr. Hast du noch deine Bissmale? Nee, hast du nicht mehr, ne? Tja. Ja, so ist es. Sorry. Ja. Du, mit Violet im Wohnheim ist nicht so witzig. Jonas bleibt hier noch verschont wegen der Verwandtschaft. Schläfst ja schon wieder. Hast du heute Nacht wieder nicht geschlafen? Jetzt mach doch mal hier weiter hier. Entscheidungen fällen. Komm, dann machst du auch mal weiter jetzt. Entscheidungen fällen. Ja, das machen wir jetzt einfach. So, dann kannst du jetzt mal deine Präsentation halten. Kannst du immer noch nicht. 16.30 Uhr. Ach so, an Wochentagen. Wir haben ja Wochenende auch, ne? Also gut, wir haben Wochenende. Guck mal, wie schön das hier ist. Hier ist schon wieder der Debattierclub. Wow, da müssen wir beide hin. Come on. Debattiergefecht teilnehmen. Come on, Leute. Debattiergefecht teilnehmen. Kommen wir hier. Komm her auf. Ab mit euch. Runter mit euch. Stopp. Flotti Karotti. Was wollte der denn? Der wollte plaudern hier mit uns. Ja, Mystik ist weg. Wie machen wir das nur? Ja, die haben wir geklaut, du. Er ruft ihn an. Hallo. Ja? Nathan, willst du rangehen? Nee, ich muss gerade hier debattieren, Mensch. Komm, spring. Lauf, Jonas, lauf. Spring, 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 bevor es wieder vorbei ist. Ist das jetzt hier die Pfiffikusse-Dings? Ja, nee. Wahrscheinlich die Debattiergilde hat hier. Genau. Eine Debatte müssen wir gewinnen, ein beliebiges Thema recherchieren und einen Sim überzeugen, etwas zu tun. Ah, dann können wir da mal hier auch gucken. Überzeugen. Hausarbeiten zu machen. Ja, wenn wir das machen müssen, dann müssen wir das machen hier. Violet ist noch nicht mal Mitglied. Wir sind hier auch schon in voller Montur. Finde ich gut. Dann seid ihr dran. Lass uns los. Wir wollen richtige Aufzüge haben. Ja, wo wir auch reinlaufen können, die dann runterfahren. Nicht so Beam-Dinger da, wo wir davor verschwinden. Also ich bin dafür, wenn ich hier Maxis-Developer werde, dann werde ich mich dafür einsetzen. Also ich bin dafür, dass wir endlich eine Polizeikarriere bekommen, die auch wirklich eine Polizeikarriere ist, ne? Also wir haben auch Verbrecher und so, aber wir haben keine Polizisten, die rumlaufen. Nur wenn man selber spielt, aber keine, die irgendwie Einbrecher oder so, ne? Die man anrufen kann. Gibt's nicht bei uns. Keine Polizei, null Sicherheit. Ja, wirklich. Da bin ich dafür hier. Oh, ist das langweilig. Daumen nach unten. Oh, nein, er hat sogar gewonnen hier. Ja. Naja, gut. Wo ist hier die Trommel? Hier ist keine Trommel. Wir sind jetzt dran. Go for it. Violet, du musst auch teilnehmen hier. Teilnehmen. Komm. Nö, ja, das mache ich nicht für dich. Wie kommst du drauf, dass ich deine Hausaufarbeiten hier machen hier? Hey, jetzt ist sie dran hier ohne Jonas. Oh nein. Beschämt. Hier ist Sulsul. Hallo. Und was ist los? Was habt ihr zu berichten? Also, ich bin dafür, dass wir keine Musik mehr in unserem Wohnheim zulassen, ja? Ich habe schon bei uns im Wohnheim alle Stereoanlagen entfernt. Es war nämlich so laut immer, ja? Ich konnte gar nicht schlafen. Nicht, dass ich schlafen würde, aber ich konnte einfach nicht schlafen, ne? Also, wenn ich schlafen würde, könnte ich nicht schlafen. Also, ihr versteht schon. Ich bin gegen Stereoanlagen jeder Art.
Also ich bin dafür, dass wir hier mit den Panzern mal anrollen, ja? Jeder macht, was er will und keiner hier ist hier am Lernen wirklich, ja? Wir müssen unbedingt hier mal ein bisschen Disziplin reinbringen. Wir sind ja Brightchester hier, nicht diese Foxbury Hummer da, ne? Nicht neu hier. Ich bin dafür. wir haben nicht mal Züge, Leute, ja? Wie sollen wir da mit Bands ankommen hier? Also, wenn ich hier Debattiergildenmeister werde, dann setze ich mich dafür ein. Voll lieb. Hier, ein Bekannter hat mir gesagt, wie sehr er dich verabscheucht. Verabscheut. Oh, die Quietschfeen kommen schon wieder hier raus. Jonas, was machst du jetzt? Wir wollen doch auch hier teilnehmen. Ja, Shabshubi, mein Vorschlag kostet viel mehr Geld. Ja, aber wir haben das Geld. Wir sind ja Brightchester. Guckt uns eure Uni hier an. Jeps. Oh ne, ich glaube, der hat gewonnen. Ja, Bomba. Ich setze sich ja voll dafür ein. Er hat bestimmt ein richtig gutes Fähigkeitenlevel da. Beliebiges Thema recherchieren. Lohnt sich eine Uni-Ausbildung? Sind Hausaufgaben sinnvoll? Sind Kuhpflanzen Kühe oder Pflanzen? Sind Zwerge niedlich oder gruselig? Oh, das ist auch gut. Komm, das geht mit Violet, oder? Elfenbesuch. Violet Besuch einer Elfe. Elfen lieben gute Darbietungen, also unterhalte sie durch schelmische, lustige oder romantische Sozialaktionen mit anderen Sims. Eine glückliche Elfe ist eine großzügige Elfe und Violet möchte sicher keine Langweilerin sein. Wo hast du denn die Elfe da? Wo ist denn die jetzt? Kann man die irgendwie antatschen oder was hier? Nee. Man muss sie unterhalten mit guten Darbietungen. Alles klar. Peru. Oh, du bist voll beschämt noch, ne? Samsung. Ja. Ich will ja Samsung-Fernseher haben. Nee, LG. Nee, Sony hier. Nee, Philips. Alles, ja. Muss ja alles sagen hier, sonst heißt es wieder. Ekram ist triumphierender Champion des Debattiergefechts der Woche. Gut argumentiert. Wo kommst denn du jetzt her? Du warst ja gar nicht dabei hier. Es sieht gar nicht so ein schöner Jackett hier an. Ist ja gerade der Richter oder wie? Wie ist er der Richter jetzt gewonnen oder was hier? Das glaube ich aber kaum mal. Namubu Namimi. Aber wir haben gleich Level up, Leute. Komm. Forschen und debattieren. Level 6 hast du schon, Jonas. Und du Level 2 wahrscheinlich, oder? Ja, bald Level 2. Sehr gut, Violet. Bemka Kababumka. Na, diese Feen da, oder? Das ist unfassbar. Die Dinger da, die Quietschdinger da. Yamsa Bafumba. Ist Feuer. Renshu Bambubu. Jonas guckt hier auch. Ich verliere. Müssen wir hier gucken? Okay, wegen Elfenbesuch. Eine rastlose Elfe. Sucht Vergnügen. Wir müssen irgendwas Komisches machen. Was Lustiges, was Unterhaltsames. Was hier, Jubel können wir beginnen dann auch. Du auch hier. Jubel beginnen. Oh, ich habe noch ja so viele Hausaufgaben. Ach, die labern eh nur Blödsinn. Weg mit uns hier, alles weg. Jetzt verschwindet gleich wieder das Podest vor unseren Augen hier, oder? 14 Uhr, die machen pünktlich Feierabend hier, ja. Endet in einer Stunde. Hä, das endet doch jetzt schon. Das stand doch hier gerade schon mit 14 Uhr, oder nicht? Stand hier gerade bis 14 Uhr. Yay! Oh, Jonas hat gewonnen. Ja, also, sehr gut. Debatte gewinnen. Gut. Können wir den Cowboy überzeugen, die Hausarbeiten zu machen? Geht nicht, ne? Niemand mag eine Herrscherin Barnabas. Das ist keine übliche Redensart. Oh, nun, ja, das war es das trotzdem. Jonas sollte nicht so herrisch sein. Oh. Was denn du jetzt? Yay, yeah, Jubel. Oh ja, genau, Jubel. Jubel. Für wen brauchen wir den Jubel hier? Naja, gut. So spannend ist das ja auch nicht, ne? Das ist ja auch nicht so schön. Jetzt räumen die schon wieder alles zusammen hier, Manometer. Wir müssen auch noch ein bisschen lernen, wie immer. Wir müssen jetzt noch, 19 Uhr, oder wann fängt das an? 17 Uhr. 17 Uhr Gastvorlesung, ganz genau. Dann können wir jetzt noch mal vielleicht Charisma-Fähigkeit hier nochmal leveln. Das haben wir nämlich hier als
als Fähigkeit für das Fach. Dann halten wir vielleicht unsere 1 und du machst mal einen Fähigkeitenkurs mit Schelm. Schelmigkeit. Schelmische Sims, genau. Dann kannst du nämlich noch mehr Unfug machen. Jonas nimmt das Fahrrad. Violet ist die Fledermaus. Yay. Könnt ihr eigentlich auch einen Unfall haben mit dem Fahrrad? Sehr gut. Ah, ich freue mich auch mega auf das Robotik-Gameplay. Das machen wir dann mit Nova. Mit unserer... Ja gut, Alien ist sie nicht, aber die Eltern sind Aliens. Jeps. Ja, ihr wieder hier. Jeps. Was ist der hübsch? Was ist der hübsch? Der Knuffig. Der auch. Oh nein. Ah, der ist viel knuffiger. Wie heißt der denn? Ist das der Cameron? Ja, das ist der Cameron mit der Cap auf. Oh, er liebt mich nicht. Ja, nee, ist auch andere Uni. Wo sind noch mehr von den Freaks hier? Pfiffikusse, machen die gerade was? Pfiffikusse, was ist denn los? Pfiffikusse. Kann man da gucken? Pfiffikusse. Nee, die haben noch nicht. Doch, hier. Innenhof. Spieltagparty ist gerade. Ja gut, wir haben eh schon alles voll, deswegen müssen wir da jetzt eigentlich dann neue Aufgaben bekommen. Wann kriegt man denn die neuen Aufgaben? Gab es irgendwie an Sonntag, Dienstag und Donnerstag, also morgen, dann können wir wieder weiter leveln mit euch. Und da müssen wir in 2 Tagen jetzt noch, da müssen wir da warten jetzt. Wir das wieder verpennen hier. Ich mach mal schneller, dann können wir vielleicht noch an der Gastvorlesung teilnehmen. Jonas, du musst sonst vorher abbrechen. Weil die ist wichtiger. 17 bis 19 Uhr. Oh, oh, jetzt ist es schon 17 Uhr. So, Gastverlesung teilnehmen mit. Mündliche Kommunikation. Die Führung übernehmen. Ingenieurswesen. Wir machen mal mündliche Kommunikation. Das ist für Recht. Gucken nochmal rein. Recht, Bildung, Ingenieurwesen. Wir haben Bildung. Genau, Bildung. Wir sind noch hier. Wir wollen doch Lehrer werden. So, mit der Violet nehmen wir einen Teil, oder? Du bist immer noch in der... Bist schon drin? Ah, du bist schon drin. Jonas hatte Schwierigkeiten, sich Charisma zu konzentrieren, hat aber trotzdem nicht das Gefühl, Zeit verschwendet zu haben. Ja, also gut. Wer hätte gedacht, dass die Schüler sehr beeindruckt, wenn der Lehrer eine Vorbildfunktion einnimmt. Okay. Wieso geht das jetzt denn nicht hier? Komm, geh mal da rein, schnell. Dann nimm halt die Monika Braun mit hier. Komm. Jonas. Please, please do it. Gastverlesung teilnehmen. Genau, jetzt hat es auch gezählt. Sehr schön. Geht es so schnell? Da kann man jetzt 3-mal hintereinander teilnehmen oder wie oder was? Was müssen wir denn jetzt machen? Semesternotendurchschnitt von mindestens einer 2 erreichen, Studierende unterrichten und Level 6 der Fähigkeit forschen und debattieren erreichen. Ja, sehr gut, dass wir das jetzt geübt haben schon vorher hier. Dann können wir hier mal jemanden unterrichten. Dann unterrichten wir mal in forschen und debattieren, oder? Vielleicht kriegen wir dann auch nochmal... Lernen wir es selber nochmal was, wenn wir das nochmal unterrichten. Kriegen wir sogar ein bisschen Kohle. Sehr gut. 5-mal müssen wir das machen hier. Bam, boom, bastisch. Das ist ja schon heftig. Oh, du bist sehr unwohl. Du bist ja rot. Du musst schlafen, ne? Eieiei. Eieiei, du musst schlafen. Sorry. Geh ins Bett, komm. Geh in das Bett. So, dann sollte ich vielleicht auch Play drücken. Violet ist ja immer noch in der Vorlesung. Ja, du bist jetzt irgendwie länger drin. Wenn es mal wieder länger dauert. Ja. Ah, das ist schon cool hier gemacht auch, ne? Oh, ich würde so gern diese Steinchen da oben haben oder diese Umrandung für das Dach oder so. Oh Mann, nee. Die Fenster sind auch voll schön. Diese Erker-Dinger da, voll toll gemacht mit dieser Umrandung. Was ist denn los mit dir? Ab ins Bett, komm. Heim. Oh, ich komm da nicht rein hier. Wieso kommst du denn nicht rein? Komm. Da kommst du hin schon. Schlafen. Ja, aber nicht müde Fahrrad fahren hier. Nächstes Mal geht's weiter. Wenn wir keinen Kurs haben, sind wir nicht mehr grün sofort. Ja, ja. Mit die Sims wäre an die Uni. Wollen wir uns treffen, Nathan? Blumbop High School? Nee, danke. Wir sind ja an der Uni. Bis zum nächsten Mal. Mit diesem schönen Sonnenuntergang verlasse ich euch. Wo ist denn die Sonne? Geht die da hinten unter, ne? Ja. Im Schatten kann man es da. Kann man es sehen. Oder jetzt noch bei dem anderen Video eurer Wahl. Dann ganz viel Spaß, weil ihr noch mögt. Bis denn. Tschüss.